Danke für die Solidarität, danke, dass ihr heute hier seid. Um mich vorzustellen, beantworte ich mal ganz offiziell die Frage nach meiner Herkunft. Ich komme aus einem Land, in dem es keinerlei Abschiebungen gibt. Einem Land, das nicht Familien auseinanderreißt, Leben zerstört und vom Krieg traumatisierte Menschen als Belastung und nicht als Reichtum wahrnimmt. In unserem Land gibt es weder Essenspakete noch Gutscheinsysteme. Niemand wird aus seinem Haus geworfen. Niemand ist bei uns illegal. Wir leben solidarisch und verurteilen Rassismus aufs Schärfste. Bei uns gibt es keine Lösungen von zwielichten Fragen. Roma sind keine Probleme, sondern vollwertige BürgerInnen. Dieses Land ist nicht Deutschland. Dieser Ort ist nicht Frankreich. Ich spreche von Romanistan. Romanistan ist ein Ort, der für mich leider nur in meinen Gedanken existiert. Es ist ein utopischer Rückzugsort für meine Seele und in einer rassistischen Gegenwart, in der wir leben, ist es nicht mehr als nur ein Traum. Heute spreche ich schon zum zweiten Mal vor der französischen Botschaft. Und ich muss mich wiederholen. Herr Botschafter, Herr Goudon-Montagne, das Land, das Sie vertreten, ist unvertretbar. Rassismus gegen Roma ist keine Ausnahme in Frankreich. Es ist vielmehr Teil der französischen Tradition. Die vermeintliche sozialistische Regierung zeigt mit ihren Zwangsräumungen, dass auch Frankreich kein Ort zu leben ist. Jedenfalls nicht für Romja. Ein Arbeitsverbot, das bis 2012 für Rumäninnen und BulgarInnen galt, traf vor allem zugewanderte Romja und wurde danach lediglich auf weitere Berufe ausgeweitet, nicht aufgehoben. 4.152 Menschen verloren in den letzten 3 Monaten ihre Notunterkünfte durch polizeiliche Zwangsräumungen. Durch solche Zwangsräumungen, Abschiebungen und das Vergeben von Ausreiseaufforderungen werden Roma in Frankreich verjagt. Zwischen Januar und März diesen Jahres wurden also nach Angaben der Menschenrechtsorganisation AEDH jeder 5. Rom bzw. jede 5. Romni in Frankreich in die Obdachlosigkeit gezwungen. Die Zahl der abgeschobenen Roma hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Hälfte der terrorisierten Menschen Kinder waren. Liberté, Egalité und Fraternité sind der blanke Hohn angesichts dieser Zahlen. Wir befürchten Schlimmes für die folgende Zeit. Die Innenminister Deutschlands und Frankreichs scheinen sich einen Namen durch rassistische Hetze gegen Roma machen zu wollen. Während Friedrich von Asylmissbrauch spricht und geflüchtete Menschen als Diebe darstellt, behauptete Leval, Roma seien nicht integrierbar und müssten abgeschoben werden. Außerdem behauptete er, dass Roma-Communities Roma zu Prostitution und zum Betteln zwingen würden. Rücken wir den Blick aus der rechten Ecke heraus, sehen wir, dass in Fällen, in denen so etwas passiert, dieser Druck nicht aus der Community herrührt, sehr wohl aber aus einem System, das darauf aus ist, finanziell Schwächere auszubeuten. Sozialismus kann ich hier nicht sehen. Die grausame Vereinfachung von Roma-Existenzen in Frankreich durch Leval nährt sich aus uralten rassistischen, sexistischen Klischees und füttert einen Rassismus gegen Roma, der von der französischen Mehrheitsgesellschaft getragen wird. Er bietet die Grundlage für weitere Diskriminierungen und gewalttätige Angriffe auf Romja. Sara Carmona von der Gruppe Regard des Femmes Ziganes sagte einmal, heute, da schäme ich mich. Ich schäme mich, Französin zu sein. Und ich bin stolz, Romni zu sein. Heute schäme ich mich für die Regierenden dieses Landes, für die Gewählten der Republik. Die Regierenden haben kein Herz und sie sehen nicht die Schicksale, die sie verursachen. Aber, liebe MitarbeiterInnen der französischen Botschaft, bitte seid euch sicher, wir werden euch schon sehen machen. Uns gibt es seit 700 Jahren in Europa. Ihr habt immer versucht, uns mit eurer mörderischen Maschinerie zu unterdrücken, aber wir sind noch da. Existence is resistance. Wir kämpfen und wir werden nicht klein beigeben. Heute, am internationalen Tag der Romja, stehen wir hier wieder in Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern in Frankreich und sagen euch stolz, unsere Solidarität und Einigkeit soll euch bewusst machen, dass die weltweite Roma-Solidarität heute hier und Frankreich viele Menschen sind, dass wir solidarisch sind und dass euer Rassismus keinen Platz hat in unseren Herzen. Danke an alle Demonstrantinnen, dass wir heute ein Stück Romanistan nach Berlin holen.